Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Runde Anno 1800. Da die Pläne erneut umgeschrieben wurden, müssen noch einige Speicherstädte her. Eine werden wir jetzt noch aufbauen, dann hätten wir schon mal die Hälfte der Inseln in der Tasche. Dann geht's rüber zum Industriegebiet, ein paar Blaupausen aufstellen. Da könnte ich mich in den Hintern beißen, dass ich das alles schon abgerissen habe. Aber es ist, wie es ist. Muss man halt nochmal ran. Gut, abladen brauche ich nichts, Material ist noch vorhanden, dann suche ich mir mal wieder ein Plätzchen, wo das hinpasst. Da könnte man doch was wegreißen, da könnte man mal was rüberschieben oder vielleicht auch doch nicht. Ich dachte... Dann macht mir hier mal ein bisschen Platz, das muss ja wohl reichen. Tut es auch. Mehr brauche ich nicht. Dann könnte ich das jetzt schon wegreißen. Ich brauche ein ruhiges Plätzchen an der Küste. Ja, komm schon. Du wirst auch noch irgendwo mit Platz finden. Na, siehst du. Zum Beispiel da. Depots. Einmal, zweimal. Oh, da könnte man aber noch zusammenrücken. Das wird nicht funktionieren, oder? Lasst ihr mich das tun? Ach, die Anlegestelle. Ich hab's gesehen. Möglich ist es. Dann schon mal 6 Stück davon. Geht mir da... Ja, da geht mir Platz verloren. Könnte ich dann später noch was anderes hinstellen? Fahre ich mal fort mit dem altbekannten System. 1, 2, 3... 13 Stück noch. Ich hätte jetzt gern noch die Exportbüros. Genau so. Mehr geht nicht. Mehr. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit. Passt einfach nicht. Vielleicht noch eine Anlegestelle hier auf die rechte Seite. Kisten unter Deck! Und dann kann man doch euch eigentlich schon mal beiseite rücken. Naja, ein paar von euch. Schicke ich euch gleich mal rüber nach Chateau. Zur Materialinsel. Da wisst ihr ja, was ihr zu tun habt. Sind unterwegs! Nummer 3 und hier die Vorsehung mit der guten Mischung. Du kommst jetzt noch ran. Drehen. 1, 2, 3, 4. Tschüss. Ab nach Chateau. Weiter geht's. Es ist noch nicht genug. 12 Stück. Da finde ich noch ein bisschen Platz. 2 Stück passen nebeneinander, also 4 in der Gesamtzahl. Mehr aber auch nicht. Ach, jedes Mal. Ich lerne es nicht. Spart euch die Mühe, mich belehren zu wollen. Mehr Exportbüros, noch ein paar Verladekais. Auch eins könnte ich ja hier noch mit hinstellen. Sehe ich jetzt nicht so eng. Eigentlich auch noch 2 mit hier. Das reicht dann aber auch schon. Oh, das ist doch... Böse Finger, böse Finger. Dann doch die Depots. Hier ist noch Platz. Na, da schiebe ich noch was dazwischen. Und 3 passt.
Ja, passt. Nun könnte man noch damit ein bisschen rumspielen. Müsste es aber wieder einrücken. Na. Na. Jetzt treibt mich doch nicht auf die Palme. Wie, was? Ach so, Obergrenze erreicht. Na dann, noch ein Verladekeil. Wisst ihr Bescheid. Alle Depots untergebracht. Alle Exportbüros aufgestellt. Und 1, 2, 3 Anlegestellen. Oh, da unten ist ja auch noch. Na? Gut, wir brauchen aber auch wieder die Berlichingen. Samt Bücher. Wendemanöver! Das ist eine wahrhaft bedeutende... 1, 2, 3 Lagerhäuser... Rathäuser zähle ich. Dann reichst du mir aber nicht aus. Baldrin! Steht da zufällig noch einer rum da oben? Nicht wirklich. Abdrehen beginnen. Na, Santa Maria, mach dich mal auf den Weg. Material brauche ich jetzt hier nichts mehr. Das bedeutet, alle, die jetzt hier stehen, gestanden. Der Admiral. Können schon mal... Und machen wir später weiter? Hier drüben in Silos Mia. Laufen Koordinaten an. Da fahrt ihr mal bitte schön hin. Warum denn wieder Ruinen? Och, es ist doch nicht wahr. Es kommt mir so vor, als würden Krankheiten und Feuer seit kurzem einfach viel öfter ausbrechen. Alles geht immer kaputt. Naja. Ah ja, hier wollte ich ja auch noch was verkaufen. Sir Archibald Black. Die überflüssigen Frachtschiffe. Oh, sagen Sie... Schieb es dir in den Rachen. Reinhalten. Extravaganten Dampfer. Hier. Sir Archibald Black. Zeig's deinen Freunden. Bisschen zum Angeben. Das war's. Jawohl, das war's. Du solltest mir doch noch ein paar Stahlträger nach Olching bringen. Bald drehen. Und da ihr noch unterwegs seid, gibt's nichts weiter hier zu tun. Ja, Ruinen. Kann ich doch nicht beseitigen. Muss ich erstmal das Lagerhaus, das Krankenhaus drum kümmern. Berlichingen abladen. Berlichingen hochschicken. Und einmal noch den Kram vorbeibringen. Dann muss ich schon wieder einkaufen fahren. Abdrehen beginnen. Wenn das dann mal später nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Ist gleich da, ist unterwegs. Ja, jetzt wartet ihr noch, bis ich euch dann neue Befehle gebe. Hier geht's jetzt gleich weiter und dich müssen wir noch abwarten. Komm, zieh. Ob ich das wieder hier so schön hinbekomme, wie es einmal war? Aber eigentlich schon. Sollte jetzt nicht schwer sein. Wege weggerissen habe ich nicht. Es sitzt noch alles. Gut. Schnell mal einen Bereich zusammengezimmert. Was machen wir mit dir? Ach, nimm mal mit. Wendemanöver! Die Mannschaft hier. Einmal einsetzen hier unten in der Ecke.
Ach, dann kannst du das Ganze auch nochmal abholen. Wo stehst du jetzt bei so vielen Schiffen hier? Abdrehen, beginnen! Runter. Und weitermachen. Und wenn dann später die Nähmaschinenfabriken abgerissen werden, da können ja auch wieder einige Schiffe, die da das Holz transportieren, zu Kautschuk-Transportern umfunktioniert werden. Ein paar Fabriken müssen wir stehen lassen. Ich sag mal so 200 Tonnen in etwa lassen wir noch produzieren. Aber der Rest wird alles niedergerissen. Könnte ich es mir eigentlich auch ziehen? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Nö. Na, ist doch wieder alles dicht hier oben. Einmal du rüber nach Chateau. Wo steht sie jetzt, die Gude? Waldrehen! Platzier dich mal da. Okay, wie sieht es denn mit den Phonographen aus? Zuerst im Lager. Okay, und dann die Zahlen angeschaut. Wir wären da mittlerweile angekommen bei knackigen 305 Tonnen an Phonographen. Wenn ich da jetzt den Bereich da unten niederreißen würde, dann müssten wir doch eigentlich immer noch im Plus sein. Soll ich's mal probieren? Willkommen in der Manufaktur. Ja, Grüße auch. Ich tu das mal. Weg mit den Phonographenfabriken. Nochmal. Hätte ich jetzt gern die Zahlen im Blick? Wohnhäuser stehen nach der Epidemie leer. Ja, soll passieren. Ho. Na, so viel habt ihr ja nicht produziert. Alle stehen bereit. Na, das hätte man sich ja auch sparen können. Na, sowas. Na gut, okay. Dann würde ich sagen, wenn wir 200 Tonnen an Nähmaschinen brauchen, da können wir ja auch gleich ein bisschen Ordnung reinbringen. Stellen wir hier unten die Nähmaschinen auf, so 1, 2, 3 Bereiche vielleicht. Muss man da ein klein wenig umstellen, ein klein bisschen neu planen, aber bekommen wir schon auf die Reihe. Krankheitsversuch verursacht Schäden, Ruinen, einmal und viele da unten. Wieso stehst du noch so einzeln darum? Nicht aufgerüstet? Welch Frevel! Gut. Items waren ja die gleichen, die da benötigt werden. Mit Kopieren wird's wahrscheinlich nicht funktionieren. Ganz schön dick, die Dinger. Tja, Leute, es muss sein. So rum wird er. Oh, das passt gar nicht. Hui, das ist aber schlecht. Dann müssen wir das nach unten um ein Feld erweitern. Da muss man sich jetzt durchkämpfen. Und hier oben, das eine dann noch dazwischen. Zwei Stück? Ja, müsste man da nachrücken. Komme ich überhaupt so hoch mit dem Bereich? Komme ich gar nicht. Und nun?
Ach. Außerhalb... Ich sehne mich nach Ungebundenheit. Tja, ich meine, Stahl gibt's ja eh auf der Insel, ein bisschen Holz wird eh eingetauscht. Da kann man auch mal zwei, drei außerhalb des Bereiches stehen lassen. Ich suche jetzt die beste Möglichkeit, das einfach damit hinzuklatschen. Oh, wieder ein Weg im Weg. Ah, hat man den Anfang. Dann geht's etwas angenehmer. Jetzt reiße ich hier aber direkt mal was raus. Weil das geht mir auf den Kranz. Oh, ho, ho, ho. Da passt aber noch was mit hin. Muss man hier jetzt nicht so viele Pflasterstraßen stehen lassen. Wie war denn das in den anderen Bereichen? 6, 7, 8. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Na, ich schau mal am besten hier in der Mitte. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, die wir da mit drin haben. Da geht sowieso nicht mehr. Das passt nicht. Aber so rum aufstellen wäre besser. Oh, wisst ihr was? Sägewerke. Was macht ihr denn hier? So, das und das nehme ich jetzt auch einfach nochmal weg. Weil natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Weil's mich stört. Sie haben an Einfluss gewonnen. Das ist jetzt aber nicht so viel. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Was seid ihr? Ach, Betonwerke. Ja, geht mir mal kurz aus dem Weg hier. Ich suche euch später ein ruhiges Plätzchen. Ich könnte es ja eigentlich auch drehen. Da muss man echt alles nachschieben. So, Straße muss noch dazwischen durch. Einmal tiefer gelegt. So, jetzt nochmal. Verstehe. Das muss doch noch besser funktionieren. Kann doch nicht so... Na, er versteht mich. Lagerhäuser also dann hier wieder in die Ecken rein. Zack, zack. Da oben würde noch was passen. Wenn da nicht wieder so ein Stück Straße wäre. Und da wären... Ich stelle es einfach jetzt schon mal alles auf. Ui, was ist denn in der Ecke los?
Ist das möglich? Wäre möglich. Könnte man ja so gestalten. Wäre jetzt mein erster Vorschlag. Ja, da könnte sich noch was tun. Elektrizität. Hattet ihr gar nicht. Ach so. Ach so, läuft der Hase hier. Na, da muss ich das Kraftwerk einfach dann hier hinten dran klatschen. Ach, im Hinterkopf behalten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Gleiche Anzahl. Schon mal nicht ganz verkehrt. Auch wenn es ein paar Anlaufschwierigkeiten gab. Aufstellen, aufrüsten, alle, wenn ich bitten darf. Gut, dann könnte doch... Ne, passt nicht hier runter die Polizei, oder? Nein, passt sie nicht. Hier oben? Auch nicht. Na, ich finde aber schon. Und da stehen schon genug. Seht ihr? Geht doch. Dann noch einen zweiten Bereich mit daneben. Die Höhe brauche ich. Das nehme ich schon mal weg. Das auch. Und das auch. Oh. Da kann ich ja doch mehr wegnehmen, als ich dachte. Oh, hier muss dann wieder geschaut werden, wie es am besten passt. Und das Kraftwerk, tja, das Kraftwerk, das muss da jetzt rüber. Könnte ich mir sogar gleich hier die Doppelstraße zunutze machen? Wenn ihr mir da folgen könnt. Einmal hier. Ich könnte auch. Ha, wäre auch möglich. Da entlang ziehe ich das Lager. Oh ja. Nein, nicht so. Spare ich sogar noch mehr. Das eins nach unten. Hier einmal um die Ecke rum. Stimmt auch noch irgendwo anders hin. Naja, vielleicht auch nicht. Erstmal da hoch, wenn man nichts findet. Gut, 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 gut. Kleine Ecke muss ich doch opfern. Wieso reicht's denn jetzt nicht mehr mit den Handwerkern? Ach so, hab ja schon aufgestellt den Bereich hier. Na, da kann ich doch schon mal einen hier oben rausreißen. Den hier und den. Achtung, der Boss. Die Messinghütten, ich glaube, die kommen auch noch weg. Bin mir noch nicht ganz sicher. Aber wird wohl drauf hinauslaufen. Jetzt haben wir
Elektrizität. Jawohl, haben wir. Da unten muss keiner hin. Das ist nicht wichtig. Braucht keiner. Super, 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 super. Bin ich doch mal gespannt jetzt. Ha. Einmal, zweimal. Komm schon. Dreimal. Ha, ha, ha. Ein Feld. Gar nicht wahr. Ich kann doch mit dir noch einrücken. Erzähl ich wieder Quatsch. Eins, zwei. So rum ist deutlich angenehmer, finde ich. Ah, so. Passt also nicht. Das ist jetzt aber äußerst blöd. Ja, ich meine. Eins. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Ah, nein, ein Lagerhaus da unten ist zu wenig. Muss da bleiben. Euch stelle ich aber noch woanders hin dann später. Da mache ich mal noch was zurecht. Dann kommt nämlich hier noch eins mit hin. Oh, stimmt. Reicht doch auch bis runter, die eine hier. Jawohl. Reicht sie. Dann klaue ich mir den Platz auch noch. Fies wie ich bin. Eiskalt heute. So, für die unteren Reihen hier dann. Jetzt muss es nur noch hinpassen. Das ohne Probleme kann ich wegreißen. Hier muss ich kurz mal kleine Verbesserung leisten. Naja, also seht eigentlich nur, wir befinden uns in könnte ich dann auch die Schiene mal, ne? Ihr versteht schon. Gerade durchziehen. Dann kann ich es mir auch sparen. Verbindung drüber. Anschließen die ganze Sache. Und dann bin ich zufrieden mit der Situation hier unten. Die eine. Was war das? Ich wusste gar nicht, dass ich so. Glashütte. Die kann da unten jetzt wieder hin. Wie? Nicht? Doch. Ich glaube schon. Da darf ich erst anfangen. Eins, zwei, drei Stück. Wäre sowieso nicht möglich. Naja, auch wenn es komisch aussieht, ich habe wieder... Nein, habe ich gar nicht. 12 Stück drin. Da oben, da fehlt ja einer. Ich gehe noch weiter nach links. Oh, komm schon. Was mache ich falsch? Ich glaube, ich übersehe was Elementares. Da fehlt mir wieder das eine Feld nach unten hin. Ich könnte es mir ja oben auch mopsen. Alles wieder so zeitintensiv. Echt nicht mit drin, die Sache. Oh.
Nee. Überschneidender Bereich. Also heute habt ihr richtig Spaß dran, mich zu ärgern. Geht ja gar nicht. Boah, ich springe hier gleich im Kreis. Nee, also wisst ihr was? Das ist mir ja alles zu blöd. Ich hol mir den Platz hier oben noch. Mein Gott. Warum versuche ich's immer erst? Warum nur? Warum nur? So. Jetzt stelle ich das gleich mal hier so auf. Ich weiß jetzt, das reicht nicht bis ganz runter. So, oder? Könnte vielleicht sogar doch reichen. 1, 2, 3. Oh. Ja, nee. Und da habe ich doch meine 12 jetzt stehen. War es denn nur so schwer? Ich stelle mich aber auch manchmal an wie der erste Mensch auf Erden. Lagerhaus. In die Ecke rein. Feuerwehr steht schon da. Polizei brauchen wir jetzt hier noch. Wieder eine ganz schwere Geburt heute. So, 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 gut. Kann man aufstellen. Eine Reihe Lagerhäuser. Jawohl, die passt noch. Schiebe ich euch mal nach. Die gebe ich euch jetzt noch. Wollte ich nicht. Das Stück Straße sollte eigentlich bleiben. Lagerhäuser genug. Jetzt haben wir hier, hier, hier die richtigen Items drin. Aber da noch nicht. Oder habe ich noch einen Bruno da? Gar nicht geschaut? Nein! Nehme ich mal kurz den. Ich wollte ja Ordnung. Tja, habe ich nun davon. Nächster Bereich. Nähmaschinen hier oben weg. Nochmal an der Stelle. Zu viel will ich jetzt nicht machen. Aber wir können ja schon mal reinschnuppern, wo wir denn mittlerweile stehen. Nähmaschinen. 733, ich sagte so ungefähr 200 Tonnen, vielleicht 250, lassen wir über. Also geht noch was, aber nicht mehr heute. Zeit schon wieder überschritten. Gut, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ihr wisst wie, wo
und was getan werden muss. Also ab zur Expedition. Oh, heute hätte ich mal wieder eine zoologische. Ich kenne mich nicht so mit Menschen aus wie Sie. Insel der Liebe. Eine Angelegenheit des Herzens. Die Mannschaft hat die Gastfreundschaft genossen und viele weigern sich, die Insel zu verlassen. Sie haben Liebesbande mit den Söhnen und Töchtern des einheimischen Königs geknüpft. Vielleicht kann er überzeugt werden, sie mit euch ziehen zu lassen. Sie könnten versuchen, eine Übereinkunft zu treffen, oder aber sie warten, bis er sein Kupferorakel befragt hat. Nein. Ja, Beute! Schluck das! Der König ist entzückt wegen der Hochzeit seiner Kinder. Einfühlsames Verständnis für die lokalen Sitten und bruchstückhafte Kenntnisse ihrer Sprache ermöglichen es, die Liebesbotschaft verständlich zu machen. Es folgen Feierlichkeiten und, zur allgemeinen Erheiterung, schreckliche Tänze. Seinen Kindern steht die wohl längste und faszinierendste Hochzeitsreise bevor. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bleibt ihr auf der Insel. Soll auch ganz schön sein, habe ich gehört. Gut. Dann war es das wieder an dieser Stelle. Und ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen, dann Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.